Es lief schon mal besser für die Ampel. Die Deutschen sind unzufrieden mit Rot, Grün und Gelb. Ich glaube, die wissen selber nicht, was die wollen. Oder sie bringen es schlecht rüber, dass sie es wissen und nicht wissen, wie sie es uns Wählern darbieten sollen. Jeder will was zu sagen haben und jeder wehrt sich gegen den anderen. Wo ich jetzt merke, wo ich ein bisschen unzufrieden bin, ist das Gesundheitssystem, weil ich auch in dem arbeite, dass irgendwie über die Corona-Zeit die ganze Zeit Versprechungen gemacht wurden, Pflege besser bezahlen, mehr Pflegepersonal einstellen und nichts davon ist passiert. Schlechte 3? Ja, 4. Ja, 4. 4, ja. Weil zufrieden sind wir nicht. Soweit die nicht repräsentative Umfrage aus der Fußgängerzone. Das Problem für die Politik, die repräsentative Befragung, kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Nur einer von 5 Deutschen ist halbwegs zufrieden mit der Bundesregierung. Wäre heute Bundestagswahl, dann wäre die SPD die Partei, die den Kanzler stellt und die Bundesregierung führt, bei 18%, gleichauf mit der AfD. Heftige Zahlen, die heute niemand aus der Parteiführung kommentieren möchte. Auf Twitter findet die junge SPD-Bundestagsabgeordnete Lilly Blauzun dagegen deutliche Worte. Das sind unsere Leute, die zur AfD gehen, die, für die wir Politik machen. Die meisten von ihnen wählen nicht AfD, weil sie rechts sind, sondern weil wir unseren Job nicht richtig machen und unsere Leute nicht ehrlich kommunizieren. Es muss sich was ändern. Stefan Marschall ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Düsseldorf. Hauptgrund für die massive Unzufriedenheit ist für ihn die Art, wie die Regierung ihre Pläne kommuniziert. Wahrscheinlich ist das Heizungsgesetz dafür ein ausschlaggebender Grund. Die Debatte, wie sie geführt wurde, der Streit innerhalb der Koalition. Es geht plötzlich auch darum, dass Menschen ganz viel auch an Ressourcen vielleicht verlieren werden oder sie unsicher sind, ob das der Fall sein wird. Und all das trägt dazu bei, dass es Unsicherheit gibt. Doch auch die spezielle Art des Kanzlers ist für Kritiker Teil des Problems. Der ist nicht präsent, irgendwie passiert nicht viel. Der wird nicht aus seiner Haut können, der ist einfach so, wie er ist. Der arbeitet im Hintergrund das, was dort gemacht werden muss. Der stellt sich nicht in den Vordergrund. 84% der Deutschen finden, Olaf Scholz müsste die Richtung in der Bundesregierung klarer vorgeben. Es ist so, dass das Regieren in Zeiten von Dreierkoalitionen nicht ganz leicht ist und auch das Führen nicht leicht ist, das sehen wir. Es geht darum, 3 Parteien zusammenzuhalten, die sehr unterschiedlich sind, die voneinander fliehen möchten teilweise und das macht es sehr schwierig. Will man es positiv formulieren, die Bundesregierung hat wohl großes Potenzial darin, sich zu verbessern. Und in den Umfragen eben jetzt eine Partei, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, in der Wählergunst so beliebt wie die Partei dieses Bundeskanzlers, die SPD. Und wir fragen nach bei Philipp Menn, unserem Beobachter in Berlin. Philipp, wie erklärst du dir dieses AfD-Hoch? Na, ich denke, da muss man unterscheiden. Zum einen hat die AfD inzwischen ein recht stabiles Wählerklientel von, sagen wir mal, 10-12% Stammklientel. Das sind Menschen, die sich von der Programmatik der AfD angesprochen fühlen, die zum Teil zumindest die Demokratie auch ablehnen. Und dazu kommen eben etwa bis zu 30%, sagt die Wahlforschung, die bestimmten rechtspopulistischen Thesen grundsätzlich zustimmen können. Und in der Zeit von Verunsicherung und von Ängsten in der Bevölkerung gelingt es der AfD eben besonders gut, auch aus diesem Milieu Leute zu mobilisieren. Deswegen hat ja mal der frühere AfD-Sprecher Lüth gesagt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Reden wir mal über die im Urteil vieler Bürger schlechte Regierung. Die Bundesregierung ist so unbeliebt wie nie, seit es diesen Deutschland-Trend gibt. Ist die Ampelschwäche ein Grund für die AfD-Stärke? Also ich denke schon, man muss sagen, es gibt nicht den einen Grund für die Stärke der AfD, aber eine Regierungskoalition, die jetzt schon seit Monaten mit sich selbst beschäftigt ist und die öffentlich so streitet, die trägt zur Verunsicherung in der Bevölkerung bei. Und das in einer Zeit von Krieg, von Klimakatastrophe, von künstlicher Intelligenz, also großen Herausforderungen, in einer Zeit, in der sich die Bürgerinnen und Bürger klare Antworten nach klaren Antworten sehen, in der sie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt bekommen wollen. Und das gelingt dieser Koalition zumindest im Moment nicht gut. Aber wenn eine Regierung so strauchelt und schwächelt, müsste dann davon nicht die größte Oppositionspartei am allermeisten profitieren? Warum gelingt das der Union nicht aktuell?
Ja, diese Frage, die wird ja auch zunehmend in der CDU-CSU diskutiert, heute zum Beispiel von Norbert Röttgen, denn es ist in der Tat auffällig, dass trotz dieses desolaten Bildes, das die Ampelkoalition abgibt, die CDU so bei 29% daherdümpelt und nicht so bei 35-40%. Das waren Werte, die zur Merkel-Zeit zum Beispiel recht normal gewesen sind. Vielleicht liegt es auch da an der mangelnden Sachlichkeit. Also wenn wir das Heizungsgesetz nochmal als Beispiel nehmen, da sprechen Unionspolitiker von Energiestasi, vom Heizungspranger, von grüner Clankriminalität. Das trägt ja auch eher zu Verunsicherung dabei. Und es könnte sein, dass viele Wählerinnen und Wähler sich eher nach Sachlichkeit als nach Skandalisierung im Moment sehen. Umfragedurchmarsch der AfD derzeit, eine Einordnung von Philipp Menn in Berlin war das. Vielen Dank.